Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Gauntlet. Ja, Gauntlet wurde mittlerweile auf Version 1.3 abgedatet. Das hat schon mal den Cursor-Bug behoben. Mal sehen, was sonst noch so dazu gekommen ist. Jo. Und zur eine kleine Hintergrundinformation, was ich herausgefunden habe, während ich offscreen mit meinem Elf gespielt habe. Gauntlet ist nicht das Artefakt, was wir hier suchen, sondern, wie das große G hier schon zeigt, das ist der Dungeon selber. Das habe ich auch nicht gewusst, weil ganz ehrlich, bei Gauntlet gibt es nicht wirklich viel Story so gesehen. Also man kriegt immer ein paar kleine Schnipsel von den einzelnen Chars so mit, wenn sie was sagen. Aber wirklich viel wissen wir auch nicht über den Gauntlet oder über das Spiel allgemein von der Story her. Ich glaube, es geht mehr um Schnetzeln und Schätze jagen als um irgendwelche Story. So, deswegen bewegen wir uns gleich mal in Mission, also in Kapitel 2, Level 3. Tiefer und tiefer gelangst du hinein ins Verderben. Halt die Klappe, Morak! Du wirst dein eigenes Verderben schon früh genug finden. Okay, wir wissen schon mal, dass der Besitzer des Gauntlets, also des Dungeons, Morak heißt. Das wissen wir jetzt schon mal. Und er verpönt uns immer noch. Bin ich mal gespannt, worauf das Ganze noch hinausläuft. So. Also erst einmal ein Mob-Spawner für Orks. So. Einmal durch die Orkenbeute durchkrischen. Und sie verprügeln. Aua. Das sieht wertvoll aus. Okay, kommt hier Orks. So, und stirbt Orks. Na, das war jetzt nicht so toll. Wow. Orks sind wenigstens mal einigermaßen herausfordernde Gegner. So. Gut. Den anderen Orks-Spawner noch weghauen. Au. Ich glaube, das behalte ich. So. Und weg mit dir. Sehr schön. Ja. Einigermaßen genau. Und way, mal wieder solche Puzzles hier. Okay, das Erdbeben fand ich jetzt nicht gerade so berauschend. Okay, das sind mehr Rätsel, als man meint. Okay, Schlüssel. Schon mal nicht schlecht. Also bevor ich den Felsen hier anfange zu verschieben und irgendwas auszulösen, verschieben wir einfach mal den Felsen. Also hier kriegen wir wieder so Anubis-Statuen oder sind es diesmal andere? Bong. Nein, es ist ein Totenkopf. Okay, und der wird diesmal in den Boden eingelassen. Okay, finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Also ich mag die Idee mit diesen Rätseln. Und hey, eine Schatzkammer für uns. So. Haben wir schon mal ein Artefakt, um im Notfall. Wow, hier draußen ist aber alles gut eingestürzt. Wenn wir ein Artefakt, um im Notfall unsere Doppelgänger zu rufen. So, gucken wir uns erst hier oben um. Okay, Ork-Magier. Ja. Gut. Erstmal die Magie ausschalten. Oder unser Schild daneben schleudern. Wow. Ich hasse diese Knochenwände. Wow, jetzt kommen auch noch solche Grunts von da oben. Okay, werfen wir unser Schild mal einfach wild durch die Gegend. So. So, einer ist weg. Der zweite ist weg. Zum Glück verschwinden die ja, die komischen fliegenden Totenschädel, immer wenn die ihre Meister sterben. So. Okay, wir können da in diese Gruft rein. Wow. Und uns einfach mal gegen Grunts wehren. Das ist auch wieder lustig.
Okay, wieder so ein Totenschädel-Heini. Hier, bitteschön. Das ist meine Wispy des Verderbens. Grunts sind nicht wirklich ernst zu nehmen, da sie mit zwei Schlägen sterben. Oder mit einem ordentlichen Frisbee-Wurf. So. Das Böse wird aus diesem Reich vertrieben. Das Gebiet hier ist ja doch schon wieder recht weitläufig, muss ich sagen. Oh, was zu essen. Hier wäre ein Sprungpunkt zurück. Okay, ich könnte da lang gehen. Ich habe aber so das Gefühl, dass es da weitergeht. Gucke ich mich erstmal hier weiter um. Das sieht so aus, als ob man hier schieben müsste. Ja, nämlich hier runter. Also gucken wir mal kurz hier oben lang, ob wir hier einen Klotz finden. Hier finden wir auf jeden Fall dicke Orks. Mit Können und Disziplin schafft man alles. Okay, Ork-Juggernauts. Die sind nicht so freundlich. Au. Das sieht wertvoll aus. Au. Ja, ich schrei au, bevor es mich überhaupt wirklich trifft. Oh. Weg mit den Magiern erstmal. Beziehungsweise eigentlich weg mit den Juggernauts. So, noch ein Magier übrig. Nehmen wir mal unser Schild hoch. Du kannst da gut gegen kloppen von mir aus. Du Bruder. Au. Ich glaube, das behalte ich. Betrüg nicht, du mit deinen Hörnern. So. Okay, von da seitlich kommen neue Orks. Das heißt, ich glaube, da lang geht es dann wirklich weiter. Wow. So. Orks sind besser, wenn man sie mit dem Speerwurf ausschaltet. Hier hätten wir Sprengzeug. Aber ich weiß nicht, was man hier sprengen kann. Ich sehe zwar Wände, aber die sind meistens solide. Also hier sind Secrets nicht so offensichtlich, wenn es welche gibt. Höchstens hier kommen gleich Spawner, wenn ich... Also da ist schon mal der Ausgang direkt hinter diesem Rätsel. Okay, gehen wir eher doch erst hier oben lang. Hier ist schon mal Gold. Und ich sehe Spinnen. Okay. Spinnen sind nervig. Aber mit Spinnen kommen wir einigermaßen klar. Oh, Spinnen, Spinnennester, Spinnenkönigin, Magier, viele Magier. So, noch mehr Spinnen und die Spinnenkönigin. Stirb du. Stirb du. Und jetzt müssen nur noch, wow, Spinneneier. Weg mit den Spinneneiern. Weg mit der Spinnenkönigin. Au. Das könnte nützlich sein. Au. So. Sie legt neue Eier. Ja. Und aus den Eiern schlüpfen auch Spinnen. Das sieht wertvoll aus. Au. Ja, Spinnen sind eher nervig als gefährlich. Wow, sie legt viele Eier. Gut, weg mit den Eiern. Ah, da ist noch eine Spinne gespawnt, obwohl das Ei schon längst tot war. Oh. Hallo, Juggernaut. Ja, mach Sachen. Also die Juggernauts, wenn man sie einfach mal so mit dem Speer... Meine Kräfte schwinden. ...ständig umrammt, sind sie gar nicht mal... Ah, da sehe ich doch endlich mal ein Secret. Das habe ich gebraucht. Jawohl, essen. Und weg mit dir. Das Essen können wir zerstören. Hier oben kommen wir nämlich nicht mehr so schnell hin. Und hier ist ein Secret endlich mal zu sehen. Also weg mit der Wand. Bong. Ah, noch mehr Essen. So,
So, eins können wir zerstören. Die Wand sieht verdächtig aus da hinten in der Ecke. Ein Secret im Secret. So, weg mit den Spinneneiern. So, den trage ich mal weg. Der will spawnt ja gleich wieder, genau. Ist ja nett, dass Borak uns hier solche Respawn-Dinger Respawn- und Explosionsfässer hinstellt, aber nö, da ist nichts. Gut, den haben wir runtergebracht. Kriegen wir jetzt hier Probleme mit Spawnern? Nö. Hier tauchen auch keine Spawner auf. Ist nett. Ich erwarte ja, dass jetzt hier, nachdem wir den Felsen runtergeschubst haben, hier gleich wieder Spawner auftauchen. Und uns das Leben weiter zur Hölle machen. Hier zum Beispiel. Aber nö. Netterweise keine Spawner. So, schieben wir mal den Steinblock runter. So. Genau, runter mit dir. Da wäre jetzt der Weg zurück wohl frei geworden. Ja, zurück wollen wir erstmal nicht. Wir wollen noch den anderen Block uns holen, der wahrscheinlich hier drüben wartet. Okay, Spawner und Spinne. So. Ja. So, der Spawner ist weg. Die Orks sind auch weg. Spinneneier wegprügeln. Das Essen da behalten wir mal, heben wir mal auf. Aber jetzt legen wir uns mit Big Spinne an. Mal wieder. Die einfach mal irgendwo hinrennt. So, und Eier produziert, wo sie landet. So. Ja, ich hasse diese kleinen Spinnen. So. Und das Essen haben wir jetzt aus Versehen zerstört. Macht aber auch nichts. Zum Glück kann man Schlüssel nicht zerstören. Hm? So, Schlüssel eingesackt. Und die Gegner rauslassen. So. Roten Quanz. Ach, da ist noch einer. Gut. Die Walküre trifft die taktisch kluge Entscheidung, das Essen zu vernichten. Ja, wir werden beeindruckend. Und wir werden wieder verpönt von ihm. Hä? Okay, ein Spawner. Ich glaube, ich rufe mal Walküren Unterstützung. Genau. So, der Spawner ist kaputt. So, die sind auch alle kaputt. Wow. Ja, der Schädel da ist nervig, deswegen stirbt der Schamane. Au. Ich glaube, das behalte ich. So. Du lebst noch, jedenfalls sieht es so aus, als ob du noch lebst. Eine Walküre zielt stets genau. Au, der ist hinter dir, nicht vor. Das sieht wertvoll aus. Nicht auf dem Sarg, so. Essen einsacken. Und ja, das ist eigentlich kein Problem. Je öfter wir die Krone fallen lassen, desto eher kommen wir an den Bonus ran. Gibt es ja auch noch einen für die Krone fallen lassen. So. Oh. Noch viel mehr Gegner. So. Viele Gegner tot. Ja, ich mag die Special-Attacke von der Walküre irgendwie. So, zweimal durchbashen. So. Kommen noch mehr oder was? Das jetzt erstmal, weil ich will die Schatzkammer hier plündern.
Nein, hier haben sich auch noch ein paar von den Wiedergängern versteckt. Oder den Grunts. Okay, hier wäre der zweite Weg zurück. Den will ich dann nehmen, sobald ich den Stein hab. Der ist hier. Gut. Und runter mit dir. Bong. So, weg mit dem Essen. Und dann wollen wir runterhüpfen. Mal gucken, was uns jetzt erwartet, jetzt wo wir beide Steine runtergetan haben. Und hüpf. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist der Weg hoch gewesen, oder? Ja, weil hier war nur eine Schatzkammer. Gut,